Jawohl, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Europa Universalis 4 mit Lübeck am Start. Und wir befinden uns ja in einem hochdramatischen Krieg gegen die Kalmarer Union an der Seite Moskaus, beziehungsweise Moskau an unserer Seite. Und ich gehe davon aus, dass Moskau jeden Moment den Frieden schließen wird. Moskau hat durchaus auch einen positiven Kriegsstand erwirtschaftet, so ist es nicht. Also sie werden vielleicht sogar Profit schlagen können aus dem Krieg, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber sie haben so massive Unruhen, dass sie auf jeden Fall den Frieden früher oder später schließen werden. Problem ist, in dem Moment, wo sie Frieden schließen, werden wir auch Frieden schließen müssen. Das heißt, wenn wir bis dahin Gotland nicht besetzt haben, dann wird Gotland eben dänisch bleiben wahrscheinlich. Naja, vielleicht können wir Gotland auch trotzdem befreien. Müssen wir mal schauen, wie schnell die Belagerung geht. Ich sehe übrigens, dass hier Mecklenburg-Holstein belagert. Das ist sehr schön. Und Dithmarschen-Rostock. Bitte behaltet das mal bei. Gebe ich euch hier mal die Befehle. Einmal Dithmarschen und hier einmal Mecklenburg. Genau. Und ich gebe Russland einmal, also Moskau einmal den Befehl, hier Kolding zu belagern. Vielleicht hilft's ja was. So. Und auf der anderen Seite verlangen Kaufleute mehr Importe. Der Einfluss einer starken Gilde hat die Preise. Das hatten wir doch schon. Ja, die Sorge muss dem effizienten Handel gelten. Das hatten wir doch letzte oder vorletzte Folge erst wieder. Das Event. Das hat man ständig. So. Böhmen hat Polen den Krieg erklärt. Einfacher Eroberungskriegsgrund. Also Böhmen wird auch mächtig. Hey, hey, hey. Und wir verloren den Handelskonflikt Kriegsgrund gegen England. Es gab auch schon Nachfragen, wie ist es eigentlich mit England? England ist noch nicht in der neuen Welt angekommen. Also noch gar nicht. Die haben hier noch keinerlei Besitzungen. Dagegen Kastilien inzwischen relativ stark und es gibt auch einen Kolonialstaat hier. Gouverneur Thomas de Rojas. Katholisch-Wallonisch. Warte mal ganz kurz. Wallonisch ist die Primärkultur. Geil. Ja, ich liebe sowas. Das ist einfach so peinlich. Das ist einfach peinlich, ja. Das ist das richtige Wort. Peinlich. So. Wir haben 72% Kriegsstand, müssen aber trotzdem die Festung in Gotland erobern. Führt kein Weg dran vorbei. 64%. Und der weiße Frieden ist da, Leute. Moskau. Jetzt bitte Gotland. Oh, Leute. 78. Gib mir diesen einen Monat. Komm. Bäm. Gotland ist belagert. Die Frage ist, ob wir es jetzt vom Kriegsstand her überhaupt noch hinbekommen. Also. Zunächst mal. Gib mir Holstein. Nee, Quatsch. Gib mir... Was wollen wir entlassen? Riga. Das ist wichtig. So. Nation entlassen. Wo ist Danzig? Das geht nicht, weil es durch dänische Bauern besetzt ist. Echt? Dann nehme ich Danzig einfach. Dann nehme ich Danzig einfach und entlasse es dann. Aber ich glaube, das gibt keinen Meinungsbonus, ne? Mecklenburg, kannst du mal dafür sorgen, dass es zurückbelagert wird schnell? Gut. Unsere Bürgerwehr muss mal übersetzen. Ganz flugs. Bitte beeilt euch damit auch. Alter, wir haben hier echt nur 2 Transportschiffe? Ne, wir haben doch 4. Ja, passt, okay. Augsburg hat religiöse Unruhen, ist in Ordnung. Wir haben sie übrigens umgangen, da wir schnell genug angefangen haben zu konvertieren. Ja, wir haben Holstein wieder verloren. Ah, Leute, das ist ganz schwierig. Einem Transportschiff zuordnen. Kann man irgendwie eine Schiffspassage anordnen? Also, dass man sagt, ich möchte hier hin und zwar per Schiff. Ich glaube, das geht nämlich nicht. Das ist echt ärgerlich. Ich möchte halt nicht durch diese dänischen Bauern laufen. Die brauchen auch noch eine Zeit, bis sie da Erfolg haben. Gehen wir mal nach Lund. Und ziehen dann hier unsere Schiffe hin. So. Dänemark bietet uns diverse Sachen an. Das ist uns aber egal. Oh, die werden nach Lund verlegt. Ja, schlecht. Augsburg macht... Mecklenburg macht alles, aber nicht das, was sie sollen. Ja gut, Leute. Es geht nicht anders. Wir müssen es so tun. Riga, Gotland. So. Gotland können wir auch natürlich als Chor direkt entlassen. So. Und die Frage ist, kriegen wir jetzt noch Holstein? Nein. Kriegen wir noch Schleswig? Nein. Wie wichtig sind uns Schleswig und Holstein letztendlich? Das ist die große Frage.
Das ist, geht sogar mit Abstand nicht. Also wir könnten den Krieg natürlich noch weiter treiben. Wir haben Geld. Wir könnten eine Söldnerarmee aufstellen. Und wir könnten in Sealand reinmarschieren. Wir könnten dann einmal kurz alles hier abklären. Das wäre kein Problem an sich. Ja, Leute, das machen wir schnell. Ja, wir brauchen nicht mal Kredite, Leute. Also wir haben hier einmal Söldner. 1, 2, 3, 4, 5. So. 5 Söldnerregimente, das sollte schon reichen. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Aufstockung für unsere Bürgerwehr. Alter, der kommt da jetzt echt nicht rein. Lass mich verarschen, ja gut. Beweg dich per Flotte. So. Kommt am 2. Dezember an, perfekt. So. Bauern sind ja grundsätzlich eher schwach. Gut. Muskete oder Bogen? Eine Debatte ist am Hof ausgebrochen über die Wichtigkeit von Musketen verglichen mit traditionellen Bogenschützenregimentern. In der Hoffnung, Syndikus Eckbert Rosenbaum zu beweisen, dass ihre Rolle in der Armee nicht überflüssig ist, hat eine Gruppe von Veteranen-Bogenschützen eine beeindruckende Demonstration abgeliefert. Ihre Anmut, Fertigkeit und Genauigkeit wurden von vielen Anwesenden bewundert. Ja, ich denke, dass unser Eckbert Rosenbaum da grundsätzlich aufgeschlossen ist. Mein Gott, er ist halt kein Militär, ne? Er schätzt sich auch die ästhetische Schönheit von Bogenschützen. Insofern, ja, Bogenschützen haben selbstverständlich eine wichtige Rolle. Klarer Fall. So. Bremen, Diplomat abberufen, okay. Wir haben 19.000 Mann hier. Wir legen einmal die Regimenter zusammen, würde ich mal sagen. Und dann rein da. So. Abgefertigt. Erster März. Wir legen... legen wir die Regimenter zusammen? Nein, tun wir nicht. So. Und hier spalten wir mal... Wir spalten 2 Kanonen ab. Ihr marschiert bitte nach Danzig. Und ihr belagert einmal durch. Warte mal, ihr belagert schon. Belagern wir hier. So, internationale Gildenkontakte. Einer unserer diplomatischen Gesandten mit engen Beziehungen zu einer einheimischen Gilde wurde von einem älteren Botschafter angeklagt, mit einer Gilde auf der anderen Seite der Grenze Mauscheleien zu treiben. Zwar gibt er zu, sich während seiner Auslandsaufenthalte auch um Gildenangelegenheiten zu kümmern, aber er weist alle Anschuldigungen zurück, dass dies seine politischen Missionen kompromittiert. Er ist allerdings offen für die Idee, seine Verbindungen im Ausland zu unseren Gunsten spielen zu lassen. Die alte Garde aristokratischer Diplomaten findet dieses Vorgehen höchst dubios. Aber wenn wir die Verbindungen zwischen den Gilden ausspielen, können wir einen Vorteil bei Geheimoperationen bekommen. Es geht hier um Spionageabwehr versus Spionagenetzwerkaufbau. Ja, wir können uns auf keinen Fall einen suspendierten Diplomaten leisten, ne? Wir müssen hier, wir werden sehen, welche Gildenmitglieder im Land die größte Loyalität erweisen nehmen. So. In Italien wird fleißig Krieg geführt. Das interessiert uns nicht weiter. Gut, wir können auch die administrativen Technologien vorantreiben. Oder eben die expansionistischen Ideen. Ja, zusätzliche Händler. Das ist doch gut. So. Kolonisten oder Kolonien sind erst dann nützlich, wenn wir es schaffen, ihre Erzeugnisse ins Mutterland zu bringen. Wir müssen die Klasse der Kaufleute erweitern, wenn uns dies gelingen soll. Okay. Sehr schön, damit können wir einen weiteren Händler zuweisen. Bisher haben wir das ja sehr einfach gelöst. Es gibt 4 Zuflüsse nach Lübeck und wir haben alle 4 bedient. Mit je einem Händler. Die Frage ist jetzt, wie geht's weiter? Novgorod wäre natürlich interessant. Ist auch ein relativ reicher Umschlagplatz tatsächlich, wo relativ viel einbehalten wird. Könnte man noch was in die Ostsee weiterleiten? Oder halt der St. Lorenz-Golf, ne? Aber der ist noch nicht besonders reich. Das kommt sicher noch. Und jetzt, Leute, zu eurer Erleichterung. Wir haben hier immerhin 1/3 Handelseinfluss in der Nordsee. Mehr als England. Das ist nicht schlecht. Das kommt wahrscheinlich auch ein bisschen durch den Krieg.
Das müssen wir uns nach dem Krieg mal in Ruhe nochmal anschauen. Im Augenblick, glaube ich, ist es noch profitabler, wenn wir tatsächlich hier Novgorod nehmen und hier Handelseinfluss übertragen. Moskau hat natürlich da den mit Abstand größten Handelseinfluss. Aber wir schicken mal Hermann Polnau hin und schauen mal, wie sich es am Ende des Monats ändert. Wir haben Handel 34,5 und 9% Einfluss. 2,8 werden weitergeleitet, 2,9. Okay, 3 werden weitergeleitet. Ah, hat nicht einen Rieseneffekt, aber meine Güte. So, Handelskonflikt, Kriegsgrund gegen Moskau. Nee, das ist überflüssig. Und wir erscheinen schwach, okay. Richtig zivilisierte Nationen erlauben es, unwichtigen Leuten nicht ernsthaftes Denken zu betreiben. Die Augen der Welt sind auf uns gerichtet und die Welt mag nicht, was sie sieht. Weil wir, denke ich mal, eher stark erscheinen, Leute. Wir haben eine Großmacht in die Knie gezwungen. Übrigens, Dänemark, Danzig ist wieder frei, so gesehen. Und tatsächlich, der Frieden ist möglich. Der Frieden ist möglich, so wie wir ihn gerne hätten. Die Frage ist jetzt, ich glaube, es lag an der Besetzung, ja. Die Frage ist, geht es auch, wenn wir Schleswig direkt Dithmarschen geben? Ja. Okay. Das ist ja eigentlich unser Optimalziel gewesen. Sage ich mal, warte mal, Danzig können wir jetzt auch direkt befreien, ne? Ja. So. Danzig, Gotland und Riga werden als unabhängige Staaten entlassen. Wir wollen das jetzt richtig auskosten, Leute. Schleswig und Holstein werden unter unsere Verwaltung gestellt. Schleswig wird zu Dithmarschen geschlagen, Holstein wird zu uns selbst kommen und später an Dithmarschen weitergegeben. Sehr schön, Leute. Wir schwächen die Macht des dänischen Mutterlandes enorm. Wir könnten auch noch Island fordern oder sowas. Oder zumindest hier Färöer. Ich denke, das werden wir machen, einfach aus Prinzip, damit der Staat hier auch vervollständigt ist. Hier der Staat von Färöer. Sehr schön. Dann fordern wir noch etwas Gold. Oder? Oder wollen wir noch Bornholm fordern? Ha, nee, das ist nicht drin. Dann fordern wir noch etwas Gold, Leute. Und damit war es das mit diesem Krieg, Leute. Das war es tatsächlich. Brandenburg und Trier können sich einer Koalition anschließen, aber das interessiert uns jetzt eher weniger. Wir schließen diesen Frieden. Ruhmreicher Sieg. Auf unserer Seite sind 70.000 Mann gefallen, auf feindlicher Seite 50.000. Aber wir haben gewonnen. Wir verloren den Handelskonflikt Kriegsgrund gegen Schweden, gegen Dänemark. Und auch den Rivalen niedrigen Kriegsgrund gegen Dänemark. Und wir wollen es jetzt auskosten. Wir wollen es wirklich auskosten. So viele Lübecker sind gestorben. Dänemark tritt Schleswig an Dithmarschen ab. Dänemark tritt Holstein und Färöer an Lübeck ab. Dänemark entlässt Gotland, Riga und Danzig in die Unabhängigkeit. Dänemark wird 100 Dukaten an Lübeck zahlen. Dies führt zu Inflation und so weiter. Kostet uns 112 diplomatische Macht. Und wir erhalten 18 Prestige, sehr schön, und 17 Machtprojektionen. Also ich finde, das sollte es mehr geben, wenn man als Nicht-Großmacht eine Großmacht besiegt. Naja gut. Was haben wir also aus diesem Krieg gezogen? Wir haben 3 potenzielle Mitglieder unserer Handelsliga befreit, die übrigens alle 3 auch reinkommen würden. Nee, ihr nicht. Warum? Hätte die Handelsliga anführen können. Ach, ihr seid eine Handelsrepublik. Oh. Das ist interessant. Das Problem ist, wir kriegen sie ewig und 3 Tage nicht rein, wenn wir jetzt Danzig und Riga reinholen. Das Ding ist aber auch, wir wollen sie, glaube ich, gar nicht rein, oder? Ja doch, sie haben ja natürlich einen Hafen. Also Optimallösung wäre, wenn wir alle 3 reinbekommen würden in die Handelsliga. Wie knapp ist das denn? Gar nicht so knapp eigentlich. Wenn wir hier ein Bündnis schließen mit Gotland. Gewissermaßen statt dem Russland-Bündnis. Ah, das ist schwierig. Das Problem ist, dieses Bündnis würden wir halt ewig behalten. Und diese minus 40 hauen halt rein, ne? Weil die halt einfach auch eine Handelsrepublik sind. Dieses Bündnis müssen wir halt ewig behalten, sonst in dem Moment, wo wir es aufkündigen, treten sie wieder aus. Und das ist halt blöd. Hier, genau. Dieses minus 40, neutral. Ja, das kriegen wir sicherlich hin, dass sie nicht mehr neutral sind. Das Problem ist, wenn wir die reinnehmen, dann ist halt die Größe der Handelsliga wieder so groß, dass sie sagen, nee, wollen sie nicht.
Es ist wieder der übliche Konkurrenzkampf mit Wispy, ne? Wie es früher auch schon war. Wispy, ja. In der Tat. Sehr schön. Ja, Leute, schließen wir das Bündnis. Was soll der Geiz? Ganz ehrlich. So. Gotland-Militärbündnis. Und Danzig und Riga. Obersyndikus heißt es hier. Großrepublik. Rang eines Königreiches. Krass. Hui. Aber hier geht es offensichtlich nicht um eine Handelsrepublik, ne? Eine gewöhnliche Republik sozusagen. Auch hier offensichtlich. Lübeck hat ein grundlegendes Interesse an das müssen wir ganz schnell wieder. Das war ja nur zum Anspruch fingieren. So, hoffentlich geht es jetzt, halt, dass wir wirklich hier alle in die Hanse kriegen. Warte, wir müssen ganz kurz warten, bis Gotland eben. So, also theoretisch sollte es folgendermaßen funktionieren. Wir nehmen Gotland auf. Warte mal. Dänemark, ja. Wir nehmen Gotland auf und, was ist denn hier los? Größe der Handelsliga 8-20. Haltung freundlich, Meinung, Armeestärke, Flottenstärke und so weiter. Richtig gut. Hier auch. Ja, hier auch. Warte mal, können wir noch mehr Länder in die Hanse holen? Wer wird denn tatsächlich reinkommen? Ah ja, es geht hier tatsächlich um neue Weltländer. Meskwaki und Rayagan oder so. Leute, wenn die jetzt einen Handelseinfluss haben, dann würde ich die reinnehmen sogar. Einfach aus Prinzip, weil es witzig ist. Aber die haben keinen Handelseinfluss, leider. Deswegen machen wir das auch nicht. Ja, wir müssen Holstein auf jeden Fall koren. Färöer kann noch kurz warten. Aber Holstein ist wichtig. Holstein koren und dann an Dithmarschen abgeben. Sonst gibt Dithmarschen das an den Kaiser zurück. Und das ist ja nicht das, was wir wollten. So, Danzig. Warte mal. Zunächst mal Gotland. Wir haben zwei Diplomaten. So. Handelskonflikt, Kriegsgrund und so weiter. So. In die Handelsliga einladen. Sehr schön. Wir müssen einen Tag warten jeweils. Okay, das ist ungünstig. Aber es sollte trotzdem klappen, oder? Ja. Handelsliga passt. Und hier Größe der Handelsliga 10. Aber dennoch ist das Angebot drin. So. Es ist vollbracht. Unfassbar. Riga, Wispy und Danzig sind jetzt wieder Mitglieder der Hanse, muss man sagen. Und ich möchte es jetzt auskosten. Wir haben hier 21% Handelseinfluss und leiten 6 weiter. Okay, aber Nürnberg verlässt die Hanse. Ah, okay. Es kann tatsächlich sein, dass dadurch jetzt andere Mitglieder die Hanse verlassen. Das ist unschön. Mal, Bremen und Hamburg haben wir aber entsprechend verbessert. Da sollte nichts passieren. Nürnberg, ja, ist so semi-wichtig natürlich. Ist schon eigentlich relevant. Naja. Wir kosten jetzt erstmal die Ostsee aus. 21%. Es werden 37. 8,2 werden weitergeleitet. Okay. Handel geht auf 27 in Friedenszeiten. Ohne die Besetzung von Dänemark, versteht sich. Und wir können eine Mission erfüllen. Verlässliche Verbündete. Sehr schön. Da müssen wir 2 Verbündete mit Meinung von mindestens plus 150 haben. Und es gibt uns diplomatische Reputation plus 1 für 25 Jahre. So, erlangt Untertan ist das nächste. Das gibt uns Kosten diplomatische Annexion minus 15%. Ja, das ist für uns eigentlich egal. Deswegen. Ja, gut. Ich klicke das jetzt mal weg, weil das könnte nochmal relevant werden. Naja, gut. Wollen wir vielleicht einfach erst Färöer konvertieren? Wir können aber da auch einfach die Minderheit verbannen, ne? Oder so vertreiben. Bin ich jetzt mal gespannt, ob die dann auch die katholische Religion hier mitvertreiben, sozusagen. Plus 80 pro Jahr. Wahnsinn. Krass, wirklich. So. Dann wird Holstein gekort, damit wir das weitergeben können.
gehen hier einmal nach Lübeck. Und hier einmal auch aus Danzig nach Lübeck. Wir sind sogar exiliert, sehr schön. Okay. Wir müssen jetzt darauf achten, wirklich, dass wir mit Hanse-Mitgliedern die Beziehungen verbessern. Und ich würde auch mal gerne mit Nürnberg die Beziehung verbessern. Vielleicht können wir da ja was drehen noch. Na, keine Chance. Keinerlei Chance. Die müssten uns gegenüber glücklich sein. Das, glaube ich, kriegen wir nicht hin. Ottawa überträgt keine Handelsmacht mehr. Nee, Leute, ich will das erst testen. Ich will wirklich testen, ob das mit Shetland klappt. Und nächste Folge können wir dann die Umbenennung machen. Dann überlege ich mir zwischen den Folgen, wie eben die entsprechenden Provinzen in der neuen Welt heißen sollen. Weil ich möchte die Namen nicht so lassen. Also gerade hier, es gibt so ein paar Namen, die halt... Also gerade von Indianer-Provinzen, die wir erobert haben, sind halt offensichtlich noch die Indianer-Namen hier verblieben. Wir haben hier Androscoggin und das als Hauptstadtname für unser Reich sozusagen in der neuen Welt. Finde ich ein bisschen... Naja, gut. Ich fände es aber fast noch schön, wenn wir hier kurz noch abwarten würden, bis die Provinz Chiesedek kolonisiert ist. Es dauert nur noch ganz kurz. Vielleicht reicht es für einen Kolonialstaat in Quebec hier oben oder in Kanada. So, Merrimack, gibt es Schiffsbedarf? Okay. ...989 Siedler. So. Koren wir auch Färöer. Sehr gut. Oh Leute, was ist das? Was ist da passiert? Englisch-Iberien. Die portugiesischen Kolonien. Und tatsächlich jetzt hier Sierra Leone wird von England kolonisiert. Alter, sieht es falsch aus. Dieses knallige Rot. Oh Gott. Ja, wir erinnern uns, Portugal war ja Juniorpartner von England gewesen. Glaube ich zumindest. Ich meine. Und konnte deswegen auch nicht kolonisieren. Insofern ist mit Portugal einer unserer wichtigsten Konkurrenten von vornherein ausgeschaltet, was einfach super, super, duper gut ist. Und für die Engländer ist auch erstmal der Weg in die neue Welt versperrt gewesen. Das Problem ist, sie haben jetzt die Azoren natürlich. Das ist prinzipiell nicht gut. Gut, warten wir noch kurz ab, bis hier die Provinz kolonisiert ist. Ich möchte wissen, ob die Katholiken damit auch vertrieben sind von Shetland oder ob Shetland noch... Ah, sehr schön. Also, erstmal hat es geklappt. Es gibt jetzt Lübsch-Kanada. Und ich möchte mal ganz kurz schauen. Hier tatsächlich, niedersächsisch-protestantisch. Sehr perfekt. Dann können wir bei Zeiten hier auch die norwegisch-katholische Minderheit nach Lübsch-Kanada vertreiben. Und niedersächsisch Primärkultur. Sehr, sehr gut. So, Lübsch-Kanada Republik. Syndikus Otto von Düten heißt der Mann. Und hier in Hansisch-Amerika ist es Friedrich Ackermann. So, Lübsch-Kanada würde ich nicht sagen, sondern da nehmen wir Hansisch Nordamerika erst einmal. Auch hier bitte ich einfach um... Warte mal, stopp. Welches habe ich gerade geändert hier? Nee, Hansisch Nordamerika stimmt schon. Muss man vielleicht die Zeit kurz laufen lassen. Oder den Kartenmodus ändern. Hier, jetzt hat. Hansisch Nordamerika. Norwegisch ist natürlich jetzt keine akzeptierte Kultur. Ja, keine Ahnung. Übrigens, jetzt wäre auch der Punkt gekommen, um Shetland zu entwickeln, ne? Ja gut, egal. Verschieben wir das mal. Im Augenblick können wir eh keine Macht entbehren. Zumindest keine administrative. Und wenn, dann würde ich gerne gleichmäßig entwickeln. Das Problem ist, wir haben jetzt tatsächlich einen Diplo-Slot zu viel. Die Frage ist, brauchen wir das Bündnis mit Moskau noch? Moskau hat hier tatsächlich auch Provinzen verloren, offensichtlich. Man greift das Perm an. Ja, Leute.
Ganz kurz, wir lösen das Bündnis mit Moskau. Jetzt zum Abschluss der Folge. Wir brauchen Moskau nicht. Moskau war Mittel zum Zweck, aber Moskau ist letztendlich auch eigentlich ein Unterdrücker. Hat Nowgorod in seiner Gewalt. Ein Kollege im Handelsrepublik sein. Die Frage ist jetzt auch, Schweden. Schweden war ja im Annexionsfortschritt relativ weit. Allerdings ist das Freiheitsbestreben von Schweden sehr hoch. Wir haben allerdings auch keine schwedische Provinz abgeknapst. Wir müssen ja dran denken, Dänemark wurde auch von der Entwicklung her in dem Krieg extrem geschwächt. Wir haben Gotland, Danzig, Riga, was wirklich hochentwickelte Provinzen sind. 14, 10, ja okay, Danzig 21, immerhin. Schleswig 11, Holstein 13 und ja gut, dann noch Färöer mit 4. Aber das haben wir alles von Dänemark direkt genommen und wir haben auch die dänische Armee extrem vernichtet. Okay, Schweden hat jetzt auch adlige Rebellen. Es müssen nur Thronanwärter kommen, dann wäre Schweden wieder unabhängig. Also, schauen wir mal. So, es geht um den polnischen Thron immer weiter. Der Sejm wird beeinflusst. Also der polnische Rat, der den Nachfolger bestimmt. So, und Holstein wird dann an Dithmarschen gehen. Ich bin sehr gespannt. Ich finde es auch sehr schön, wirklich. Die Kolonialnationen haben nahezu kein Freiheitsbestreben. Und Dithmarschen und Mecklenburg auch ein relativ geringes. Wieso eigentlich? Entwicklung, relative Stärke. Meinung, Vertrauen ist extrem hoch, okay. Sehr cool. Ja. Theoretisch könnten wir sie auch noch zu Marken machen, wenn wir es drauf anlegen. Hier könnte man als ein Kolonialuntertan weiterspielen. Sie sollen mal alle sich unterstützend verhalten. Das ist normalerweise mein Standard. Unterstützend oder aggressiv. Hin und wieder mal. Und ja, damit haben wir letztendlich zwei große Kolonialstaaten geschaffen. Wir haben auch unser gesamtes Gebiet jetzt, was wir hier in Festlandamerika hatten, haben wir tatsächlich jetzt in die Hände von Kolonialnationen gegeben. Zwei Stück sind es geworden. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das gut ist. Und ich weiß auch nicht, haben die Ideen von so Kolonialnationen eigentlich Kolonisten drin? Schon, ne? Muss eigentlich. Schauen wir mal noch ganz kurz nach Schulden. Auch Dithmarschen hat keine Schulden. Wahnsinn, sehr gut. Ja gut. Damit würde ich sagen, unsere Wirtschaft floriert. Unsere Wirtschaft floriert wirklich. Wir kontrollieren extrem gut den Handelsknotenpunkt Lübeck. Und Lübeck ist, glaube ich, jetzt halt auch... Ja gut, Genua ist sogar noch reicher, gell? Genua ist etwas reicher als Lübeck. Aber ansonsten ist Lübeck tatsächlich der reichste Knotenpunkt der Welt. Mit 30,5. Ja, gut, Genua 33,5. Oh, das ist natürlich ein gewisser Dorn im Auge. Müssen wir eventuell vielleicht Stralsund und Holstein auf längere Sicht auch mal zu... Was ist denn die zweite Stufe? Natürlicher Hafen, was ist die zweite Stufe? Umschlagplatz, oder? Genau, und dritte Stufe ist dann das, was Lübeck ist. Welthafen. Genau, in diesem Sinne, ich bedanke mich dann fürs Zuschauen. Wir genießen noch ein letztes Mal den Blick hier. Über Gotland, über Wisby, das sich unserer Führung gefügt hat und in die Hanse eingetreten ist. Über Riga, das wir befreien konnten und wo wir tatsächlich auch immer noch die historische Freundschaft haben. Riga sogar vom Rang her ein Königreich, eine Großrepublik, mit unter Obersyndikus Engelbert Ambudi, der Bischof von Riga, ist tatsächlich entmachtet. Und zuletzt Danzig, das auch eine Republik ist, sogar unter einem Hohenzollern, protestantisch und preußisch, auch ein Syndikus, der hier regiert. Ja, wunderbar. Die Hanse wieder allein durch diesen Krieg extrem durchgepusht. Ich wollte aber, ich glaube, letzte Folge, das ist mir aufgefallen, das machen wir jetzt noch zum allerletzten Abschluss der Folge, wollte ich was erzählen über die Hansekriege und habe das dann irgendwie nicht zu Ende geführt, meinen Gedanken. Also die Hansekriege gegen Dänemark. Ich habe was erzählt vom ersten Hansekrieg, wo der Bürgermeister exekutiert wurde, aber nicht weiter. Es gab nämlich dann noch einen zweiten und dritten Krieg von
Lübeck gegen Dänemark. Der zweite Krieg war kurz darauf, wenige Jahre später. Also Lübeck wollte ganz intensiv Rache natürlich für diesen gescheiterten Kampf bei Lund, wo eben Dänemark die gesamte Flotte Lübecks erobert hatte. Und soweit ich mich erinnere zumindest, ich bin mir ziemlich sicher. Und hat dann in Kooperation mit der Hanse letztendlich, also alle haben zusammengelegt, es gab das sogenannte Pfundgeld, also so eine Art Zoll auf Hanse-Waren, den jeder Hanse-Händler abführen musste. Das hat erstaunlich funktioniert. Damit wurde eine Söldnerarmee finanziert und beziehungsweise vor allem eine Flotte. Also es ging hier vor allem um Schiffe, um Seehoheit auch. Und es wurden dann Festungen besetzt und so entlang der Küste, vor allem des Öresunds. Und relativ schnell dann auch Frieden geschlossen. Also Waldemar, ich meine, es war noch Waldemar. Oder auch sein Nachfolger. Ich meine, es war noch Waldemar. Hat dann relativ schnell erkannt, dass es zwecklos war, diese Söldnerarmee zu bekämpfen, wenn sie gescheit geführt war und so. Und hat dann Frieden geschlossen und Bornholm wurde Lübeck übergeben, verpfändet für, ich glaube, 25 Jahre. Und einige Festungen entlang des Öresund, weil tatsächlich der Sundzoll gewissermaßen abgeschafft wurde. Also es wurden gewisse Handelsprivilegien eben gewährt. Man hat kein Land genommen oder so, sondern man hat tatsächlich einfach die Privilegien, die vor Waldemars Herrschaft da gewesen waren, die immer weiter beschnitten worden waren, wiederhergestellt und als Pfand sozusagen, als Sicherheit, würde man heute sagen, hat man einfach Festungen entlang des Öresunds genommen, um zu gewährleisten, dass das Ganze auch eingehalten wird und eben Bornholm tatsächlich auch als strategischen Platz für 25 Jahre, glaube ich, war das. Genau. Das war der zweite Krieg. Der dritte Krieg war sehr viel später. Ich glaube, im 16. oder 17. Jahrhundert hat Lübeck es im Alleingang nochmal versucht. Gegen Dänemark ist aber krachend gescheitert. Also da war nicht mehr viel zu holen dann. Das war auch schon zum sehr späten Zeitpunkt der Hanse, wo alle so ein bisschen verzweifelt waren auch. Wir haben noch Söldner hier, gell? Lösen wir die mal auf. Im Gegensatz dazu gab es aber im späteren Verlauf, ich glaube 16. Jahrhundert, einen Kaperkrieg der Hanse gegen England, den tatsächlich die Hanse gewissermaßen gewonnen hat. Also der englische König hat sich dann bereit erklärt, der Hanse gewisse Privilegien wieder einzuräumen. Der war tatsächlich vor allem geführt von Danzig. Also da hat Danzig hat hier die Vorreiterrolle gespielt in diesem Krieg gegen England. Es ging eben besonders darum, sag ich mal, den Handel Englands zu erschweren, zu blockieren und so ein bisschen piratenmäßig tatsächlich zu agieren, also Freibeuter natürlich, offiziell unter Danzig oder hansischer Flagge und eben Englands Schiffe abzufangen. Und das hat erstaunlich gut funktioniert offensichtlich und da hat der König relativ schnell eingesehen, dass es das nicht wert ist, vor allem. Also sicherlich hätte England da was gegen machen können, aber mit enormem Kräfteaufwand. Es ist so ein bisschen USA-Vietnam-mäßig. Sicherlich hätten die USA den Widerstand in Vietnam irgendwann brechen können, aber nur unter enormen Verlusten, unter enormem auch finanziellen Aufwand. Und genauso ist es hier. Also natürlich ist es nicht vergleichbar, weil Danzig ist eine unglaubliche Wirtschaftsmacht gewesen. Tatsächlich, also Danzig war eine der reichsten Städte der Hanse und auch eine der reichsten Städte der Welt damit tatsächlich. Aber, jetzt nicht unbedingt vergleichbar vielleicht mit einer Stadt wie Mailand oder Venedig oder so, aber doch eine Perle des Nordens, kann man sagen. Und da war doch alles ein bisschen schnuckliger in Hansebereichen als in Venedig oder Genua oder so. Und ja, damit wurde England gewissermaßen auch in die Knie gezwungen und hat letztendlich vor allem den, ich glaube, Stahlhof hieß der Kontor in London, wieder in Betrieb genommen oder nehmen lassen. Und wunderbares Rot, wirklich. Krass. Start von Beira, Start von Alentejo. Start von Tangier sogar. Okay, Start von Makronesien. Also England ist nicht ausgelastet, wir sehen es hier. Sie bilden Staaten. Staaten in diesen Gebieten. Die haben irgendwie... Auch hier Start von Leinster, Start von Connacht, Start von Ulster. Interessant, interessant. Gut, in diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge auch wieder gefallen. Und ja, schreibt gerne in die Kommentare, wie es jetzt mit unserer gestärkten Hanse weitergehen soll in die Zukunft. Ich finde es ein bisschen schade, dass Nürnberg ausgetreten ist.
Vielleicht kriegen wir das ja wieder hin durch Beziehungsverbesserung. Wir werden es sehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.